So, bin wieder da. Wie gesagt, ich habe ja einfach nur gesagt gehabt, dass... Alter Junge, dafür, dass der hier keinen hat da. Ich habe gesagt gehabt, dass wir im Forum vorbeischauen werden jetzt bei dieser Staffel. Und das machen wir auch sofort. Ich muss jetzt nur mal eben hier gucken kurz. Ich fahre jetzt den Weg hier gerade aus. Ich muss einfach nur mal eben schnell hier die Fahrt zu Ende machen und dann werden wir auf dem Forum umschalten. Und uns mal das komplette Forum da angucken. So, machen wir mal. Ist ja nicht so, dass ich unter Stress leide. Nö. Wie komme ich jetzt da hin? Ich würde sagen, hier abbiegen und dann da die Straße irgendwie. Ah, wir sind ja hier gleich am BSN. Ja, das die Straße kann ich mir merken. Das kann ich mir gut merken. Das BSN, das hat so in der Geschichte der GTA-Szene echt, ja, so wunderschöne Sachen hinterlassen, die mich echt beglücken. So, da rückwärts ranfahren. Und gleich weiter. Wow, Car. So. Alter Falter, ist der geflogen. Du hast auch gerade gesehen, so. Also mal gucken, es haben mich ja einige im Forum auch schon begrüßt. Also ich habe da natürlich schon mich vorgestellt, wer ich bin, was ich mache. Und ich weiß gar nicht, ob mich dann auch Leute hier schon wiedererkennen. Oh. So, ich würde sagen, wir haben ja jetzt hier unsere Tour gemacht ab slash abbrechen und ja. Ich würde sagen, wir locken uns hier einfach aus und wir sehen uns auf dem Forum gleich wieder. So, und jetzt sind wir auf dem Forum von LOG, Life of German. Und ich muss sagen, ja, ich habe ja hier schon ein bisschen mein Profil eingerichtet und hier geht's echt rund zur Sache. Life of German hat einen SMP, Server ist auf der Version 03X und die haben einen Teamspeak, Facebook sowie YouTube und ja. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen hier umgucken und werde mal gucken, was bietet mir der Life of German Server. Der Life of German Server bietet mir ein Kontrollpanel. Nee, ich heiße da nicht Patrick Black, das fehlt hier ständig. Ich heiße bam 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 bam. So, ich bin seit einem Tag registriert. Ja, mein IP müsst ihr jetzt noch nicht Leute sehen, alles da. Es ist ja egal eigentlich. Level. Interessant eigentlich. Bankgeld steigt. Name nicht gefunden. Geworben von. Ja, ich habe eben geworben von gar keinen eingegeben, obwohl ich eigentlich ja von einem geworben wurde. Aber ich konnte mir seinen Namen nicht wirklich merken. Ja, der Bootschein fehlt mir. Flugzeugschein und Waffenschein, soweit habe ich sonst alles. Und ich habe keine Drogen dabei, gar nichts. Und ja, wir zurück auf. Hier sind wir beim Forum. Und ja, beim Forum gibt es halt natürlich die Staatsfraktion, wie das SAPD, das San Andreas Police Department. Ich war eigentlich, wenn ich in meiner Freizeit SAMP gespielt habe, sehr oft Polizist, aber ich möchte das eigentlich gar nicht mehr wieder sein. Obwohl man mal vielleicht irgendwann mal wieder in die reinschnuppern kann. Was mich ein bisschen interessiert, ist das SAMP, das San Andreas Abschlepp- und Pannendienst.
interessiert mich. Ja. Die haben sogar noch Bewerbungen. Jo, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Gefragt und ausgewertet wird mit einer dreiwöchigen Bewerbungssperre geahnt. Flamen und Spam ebenfalls. Voraussetzung. Um sich bei uns zu bewerben können, müsst ihr mindestens Level 3 haben. Ein Headset und ein Teamspeak funktionsfähig. Sehr viel Geduld und Stress reiten, Spaß an der Arbeit mit Usern helfen können und wollen Disziplin und allgemein und schnelles Verständnis. Habe ich, außer Level 3 natürlich. TS3-Bewerbung, um euch in TS3 bei uns zu bewerben. Kommt einfach in das SAAP-Anmeldung jederzeit, wenn ein Ausbilder Leader online ist und schreibt hinter euren Namen Bewerbung, zum Beispiel Mustername Bewerbung. Wisst ihr, was wir machen? Wir joinen eben auf den TS3 und gucken, ob sogar ein Leader vor Ort ist. Also, bis gleich. Ja, und wie versprochen habe ich gesagt gehabt, oh, jetzt habe ich meinen YouTube-Kanal noch eingeblendet, ist ja auch egal. Wie versprochen habe ich gesagt gehabt, ich werde mich mal informieren über das SAAP. Ich habe mich informiert und sie haben mir gesagt gehabt, also ich habe mich einfach informiert, um es nochmal ganz kurz zu repräsentieren, dass ich habe einfach gefragt gehabt, ob ich als YouTuber natürlich auch Praktikant werden kann. Und ich habe natürlich, wie ich natürlich auch in echt bin, nur das halbe gelesen. Ich habe vergessen zu lesen, dass man das auch erst ab mindestens Level 3 machen kann. Ich werde natürlich in das Praktikum reinschnuppern, sobald ich Level 3 bin. Das heißt für euch, bitte nicht böse sein, aber wir werden weiter unser Müllmann bleiben oder auch mal in den anderen Berufen reinschnuppern. Ich bin echt gespannt auf das SAAP und ich sehe hier gerade maximal 7 Tage Wunschanfangsdatum. Ich werde mich natürlich auch dann auch 7 Tage lang daran halten. Er meinte auch, ich darf dann halt, hab dann halt auch keine Sonderrechte. Das will ich auch gar nicht. Ich möchte gar keine Sonderrechte haben. Ich bin einfach nur ein ganz normaler Spieler, der auf den Server joint und sowas. Und ich werde mir das Ganze mal angucken. Ich finde das klasse eigentlich. Ich habe auch mit diesen .O2O2 Point geredet und ich muss sagen, wie gesagt, er meinte so, ich weiß nicht, er hatte ein bisschen Angst, dass ich natürlich jetzt irgendwen schlecht rede. Ich sage jetzt mal so, wenn ich mich angegriffen werden fühle oder angegriffen fühle, dann werde ich natürlich auch meine Meinung äußern. Ich werde aber so weit gucken, dass ich ganz normal der Ich bin. Das heißt, solange ich nicht nur angegriffen werde, wenn ich irgendwie im TS3 reinjoine oder auf den Server joine, bin ich natürlich auch locker zu euch. Wenn ich angegriffen werde, werde ich natürlich auch ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal, grantiger. Ich versuche ruhig zu bleiben in einer Art. Aber so ist es. Ich werde natürlich jetzt gucken, dass ich schnellstmöglich auf Level 3 hochkomme und dann einfach mal reinschnupper. Jo. Ich bin echt gespannt. Ihr könnt ja mal sagen, was haltet ihr von das SAAP? Und ich weiß gar nicht, was ich soweit weiter sagen kann. Also die haben sehr freundlich mit mir gesprochen. Natürlich waren sie ein bisschen, sage ich jetzt mal, ja, man hat rausgehört, dass schon sehr viele YouTuber versucht haben, auf den Server Videos zu drehen. In dem Fall habe ich dann mitbekommen, dass er meinte, ja, ob ich so ein, sage ich jetzt mal, ein, wie soll man das am besten ganz normal rausdrücken, damit er auch sich nicht angegriffen fühlt, ob ich so ein YouTuber bin wie manch andere Leute. Das heißt zum Beispiel, die joinen einfach drauf, sagen, ja, ich möchte ein Video drehen und so weiter, vergewässern sich an manche Vorteile oder sonstiges. Und ja, ich werde mich auf jeden Fall bewerben als Praktikant und ich werde sagen und gucken und ich werde auch in den ja, Lebenslauf reinschreiben, dass ich natürlich mit allen schon gesprochen habe. Soll man in echt ja natürlich auch machen. Also ich werde ein echtes Bewerbung abgeben. Mal gucken. Ich bin gespannt, was die Leute sagen werden und wie gesagt, fühlt euch nicht angegriffen. Ich bin in meinen Videos so, wie ich auch in echt bin. Ich versuche natürlich das Beste wiederzugeben.
Ich hoffe natürlich, euch machen dann die Videos Spaß, auch wenn ich hin und wieder mal hier im Forum rumlungere. Ihr könnt natürlich auch selber hier im Forum rumgucken und mal gucken, was ihr so findet oder was ich dann machen soll. Ich bedanke mich erstmal wieder bei diesem Part. Ich sage, wir sehen uns beim nächsten Part. Euer Minecraft 953. Tschüss.